Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Letztes Mal haben wir also das Boss-Level der Beastmasters abgeschlossen, die Heimatwelt, die Dreamweavers, die neue, erkundigt, alles eingesammelt hier, was es hier gab und das Fluglevel erledigt. Mit einer sehr, sehr schwierigen Geburt, das Fluglevel, also das haben wir wirklich grandios gemeistert. Natürlich hauen die uns gleich. So, die Viecher bringen wir natürlich auch noch gleich um. So, kriegen wir gleich ein Leben gleich. Kriegen wir ein Leben. Fragt sich nur, mit welcher Welt wir anfangen. Mit welchem Level wir anfangen. Das ist... Ja, ich glaube, die da vorne, die ist einfach, was die erste ist. Mehr Mistviech. So, und den da hinten machen wir erstmal wieder klein. Ah, mach ich natürlich wieder groß, jetzt den da genau. Nee, den nicht. Den einen nach vorne wollten wir klein machen. Genau. Läuft da weg natürlich. So, da ist ein Pilz, den können wir als Schmetterling benutzen, genau. So, und dann, wenn Sparks dann nicht gefressen hat, gehen wir in die Dark Passage. Auch nee, ich glaube, da gab es auch wieder ein paar Geheimgänge. Also jetzt allgemein in jedem Level gibt es irgendwie wo einen Geheimgang, um Edelsteine zu kriegen. So. Die Musik ist natürlich grandios hier. Okay, das ist natürlich hier sehr praktisch, wenn der Typ hier das Licht ausmacht, werden die Viecher richtig groß. Also werden kaum unbesiegbar, glaube ich. Und wenn er es anmacht, werden sie klein. Also. Auch wieder so ein Nah, der unbesiegbar ist, aber den wir angreifen müssen, damit er dauerhaft das Licht macht. Den großen Köter könnten wir zwar noch besiegen, aber diesen roten könnten wir zwar noch besiegen, aber diesen großen grauen, der hat einen Metallpanzer, den können wir nicht besiegen dadurch. So, jetzt am besten genau den hier. Zack. Jetzt wird es hier mal hell und dunkel. Mach mal Licht hier, du Vogel. So, da hinten kommen wir später hin. Ach, ich jetzt auch noch nicht wie. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß selber nicht. Haben wir gleich den ersten Drachen-Level, okay. Na komm. Kasia. Die Feinde hier können ziemlich unheimlich sein. Aber pass auf die Narren auf. Die will ich lieber rösten. Das hört man gern. Ja, die Narren, die können auch immer mal einen Streich spielen. Okay, jetzt der hier, der schießt Pfeil und Bogen. Aber auch der sollte kein großes Problem darstellen für uns. So eine Kiste. So. Dann ist er wieder. Freut sich hier. Ja, mit Feuer können wir ihn auch besiegen, aber den anderen eben nicht. Hier, die hier, ne? Ah, ne, doch die ja. Die kleinen sind sie kein Problem für uns. Ihm hier zumindest, den können wir nicht besiegen, wenn er so groß ist. Da, also... Haust du ab, sag mal! Gibt's denn sowas? Pilze. Ah, wieder alle. So. Boah. Ich weiß nicht, können die komischen Narren uns auch angreifen? Nein, die greifen uns nicht an. Haben wir aber auch Drachenflügel. Alter! Klein Köder, die können uns natürlich auch was tun. Ah, du Mistviech. Ich bin echt verrückt bei sowas. So, Drache Azizi. Danke, dass du mich befreit hast. Ah, bitteschön. Sie geben dir mal weniger Tipps ab, die komischen Vögel. Ich habe das Gefühl, Sparks pennt das öftere Mal, wenn er geschwächt ist. Also irgendwie sammelt er nicht alles ein. Ja, ist klar. Also, bitte. Ich habe gar keine Chance, was zu tun. Nein. Oh, Glück gehabt. Da schießt natürlich wieder mit Pfeil und Bogen auf uns. Da kriegen wir noch eine Rakete für. Ja. Sag mal, wo soll ich wissen, dass das so ein Typ ist? Vor allem so weit weg. Oh, Pilze. Versteht ihr?
So, ein Schlag und wir sind tot. Oh, Glück gehabt. Leben, wunderbar. 17, eine sehr schöne Zahl. Na, komm schon. Das ist meine Trikotnummer nämlich. Bakari. Weißt du, du bist vielleicht genau der richtige Drache, um Nasty Nog zu besiegen. Tja, ich nun wieder. Tja, ich nun wieder. Ja. Spyro. Ja, okay, Sparks sammelt für uns nicht mehr ein. Sparks finden wir. Dann müssen wir gucken, wo wir genau hier hinfliegen müssten. Da unten hin, genau. Da geht's weiter. Ich habe ja eher Bock, mir erstmal hier so eine Dings zu holen. Schöne Pilze. Genau. Ich glaube, wir schaffen es einfach ohne zu sterben. Ich glaube, wir sind heute mal gut. Kommen wir jetzt von hier da hinten auch schon? Ich glaube nicht wirklich. Ich versuch's nicht. Ich will ja ohne zu sterben durchkommen, und daher wende ich mal hier die Pussy-Taktik an. Da kommen wir noch nicht hin. Nein, nein, nein. Kevin, du bist ein Vollidiot. Ja. Okay, gucken wir uns mal an hier. Ja, hier unten schön Wasser oder Säure, ich weiß nicht was. Also das war zu doof. Zu glatt habe ich mich da angestellt. So, wo wollten wir denn genau da? Ey, wie bitte? Wie bitte? Stürzen jetzt in den Tod. Wie geht das denn? Bitte schön. Kommen wir da etwa nicht hin von da aus? Von wo aus müssen wir denn dann hinfliegen? Dahin. Dann würde ich sagen, mal fliegen wir hier rum. Och nö! Das gibt es nicht. Wo war der Eingang? Wo war dieser beschissene Eingang? Oh nee, ich verliere jetzt hier völlig unnötig 3 Leben. Weil ich einfach zu blöd bin. Oh, leck mich. Das gibt's ja wohl nicht. Wo war das Loch? Da. Also können wir doch praktisch von da hin rüberfliegen, oder nicht? Ne, das ist da um die Ecke. Ah, verstehe. Ja, natürlich. Man muss es so hinkriegen. Jawohl. Dafür haben wir jetzt 3 Leben verballert. So blöd bin auch nur ich. Dann können wir da wieder hoch. Okay, bringen wir erstmal hier lang. Haben wir überhaupt schon alle Drachen hier gibt oder gibt es noch einen? Ne, es gibt auch 2 Drachen hier. Wow. Endlich mal ein Geheimgang, wo es noch Drachen gibt. Ich bin begeistert. Okay. Die Viecher sitzen hier im Licht. Hier gibt es auch Pilze, also. Ich denke, wir jetzt nicht überlebt bis hierher. Oh Mann, okay. 3 Leben sind umsonst geballert. Aber okay. Da ist noch eine Kiste. Die darf man übersehen. So, da ist noch ein blauer drin. Sparks. Sammeln die mich schon ein. Ah, jetzt kommen wir da hin. Verstehe. Ihr wisst, was ich gesagt habe. Da kommen wir später hin. Fragt mich nicht jetzt, wo. Oh Gott. Machst du Licht? Das gibt's doch wohl nicht. Das gibt es nicht. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Da macht der uns. Oh Mann, ey. Hier mit dem Libell. Also, das Vergnügen, eine rote, eine goldene Libell zu haben, ist sehr kurz bei uns. Sehr kurzweilig! Wir holen uns das Leben zurück, immerhin. Hau ab, du Missvieh. So. Okay, da hinten sind Pilze. Und auch mal so ein komischer. Mit Amos Pfeil oder was wir uns hier beschießen. Verpiss dich. Oh, das gibt es nicht. Der blöde Mistkerl. Hat uns echt getroffen. Der trifft uns nicht nochmal. Sparks? Sehr schön. Den haben wir eh schon übersehen. Hauen wir uns. Sehr schön. Ich bezweifle, weil wir brauchen hier wieder Ewigkeiten für ein Level. Ich bezweifle, dass wir darüber kommen. Also müssen wir jetzt nur schon mal hier durchlassen. Drache, jawohl. Da haben wir Apara.
Danke, Spyro. Ich würde dir gern helfen, Nasty zu fangen, aber ich möchte nicht wieder in Kristall eingesperrt sein. Keine Sorge, der Einzige, der hier eingesperrt wird, ist er! Warum Spyro an den Defax wurde, keine Ahnung. Warum Nasty das nicht nachträglich gemacht hat, keine Ahnung. Spiellogik, Leute. Irgendwie muss der Bösewicht ja irgendwie was Dummes an sich haben, ansonsten bringt es ja nichts, das Spiel zu machen. Der Typ schießt jetzt. So. Haben wir erledigt den Typen. Okay, dann. Diese Viecher da. Zack, erledigt. Ja, Baby. Darüber. Da ist der nächste Drache oder der letzte Drache in diesem Level. Obasi. Ha! Schinde, du Obasi! Danke, dass du mich befreit hast. Mehr hat er nicht zu sagen, der gute Obasi. Ist sehr lustig. So, wo kommen wir jetzt hier hin, ist die Frage. Was ist dort? Keine Ahnung. Fuck. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, wir müssen darüber. Klar, wo ich grün gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir darüber kommen. Schauen wir uns das mal an. Genau, das war das. Nein, komm nicht, Vogel, lass mich nicht fertig machen. Oh, jawoll. Komisch, ist hier wirklich genug Licht dafür, dass sie. Jawoll, ohne einen Schaden zu bekommen. Sehr schön, Spyro. So, eben schon müssen wir hier auch alles genommen haben. Also, ach, nach oben. Hier gibt's noch welche, jawoll. Und da ist die Rakete für die Kiste, sehr schön. Heißt, wir haben uns diesen Geheimgang, den geheimen Rundummarsch richtig verdient mit Peilensteinen. Ich drehe zwar ein paar Runden extra, die komische Rakete, aber. Jawohl, das müsste es gewesen sein. Okay, damit haben wir das Level abgeschlossen innerhalb von 12 Minuten. Naja, gut. Lag bis da, weil ich zwischendurch ein bisschen gefailt habe. Und zwar, nee, nicht im Zeitlevel, sondern hier. Okay, nächstes Level. 9100 Edelsteine. Oder Juwelen, wie es hier noch heißt. Ich glaube, hier ist es Juwelen, erst später heißt es Edelsteine. Gut, vergreifen wir uns mal ins nächste Level. Vergreifen, ja, vergreifen wir so. So, ich will kurz ein paar Lehmkugeln haben. Wir nehmen gleich mal das Level hier gleich, was wir hier gesehen haben. Oi! Mistviech. So, ab geht's. So, Lofty Castle. Ich weiß jetzt nicht genau, welches, ob das schon das Level ist. Nee, das ist das Doofe, was ich gesagt habe letztens. Was ich nicht so schön finde. Yep, genau. Es ist das. Mit diesen komischen Schweinen und fliegenden Schweinen und auch hast du nicht gesehen und ganz viele Wirbelstürme, die es hier gibt. Boah, also das Level ist hier sehr kompliziert. Das mochte ich wie gesagt nie. Auch hier kann man sehr viel Schaden nehmen. Kommt man da hin? Ne, kommt man nicht. Das Vieh kriegt man aber schon mal erledigt. Also hier dauert es auch ein bisschen länger, bis man zum Dings ist, also. Hier müssen wir einfach bloß den Ballon kaputt machen. Gut, und dann. Ja. Hier rüber. Und hier sind diese Elfen gefangen. Ihr erinnert euch an das eine Level. Wenn wir alle drei davon befreien. Oder zwei, ich weiß nicht genau. Dann machen die uns einen Wirbelsturm. Guck mal, da haben wir wieder ein Leben. So, wir holen uns die Leben zurück, die wir vorhin total verkackt haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, eine Elf haben wir befreit. Und hier, ach, es gibt echt auch welche mit Roten drin. Oh Mann, wie viele gibt es hier wieder? 400 nur. Guck an, hier gibt es echt weniger. Der bewacht sie. Gut, damit haben wir alle Elfen geholt. Die bringen uns dann wohl zum ersten Drachen. Da, man, die brauchen aber lange. So, hier haben wir so einen schönen bunten. Ab zum Drachen.
Okay, zack, da ist er. Murada. Feen sind stets auf deiner Seite, Spyro. Feen sind es. Okay, es sind Feen. Das habe ich jetzt nicht genau gewusst. Okay. Och nein. So doof ist... So, ah, siehst du, Sparks hat total übersehen den Edelstein. Ich glaube, der schläft. Ich bin dafür geschwächt. Das Bild anscheinend nicht so. Nicht, dass ich zumindest wüsste. Da haben wir irgendwo Pilze? Natürlich nicht. Und wir fliegen erstmal hier rüber. So, dann machen wir das hier mal erstmal. Ich glaube, hier so ein bisschen. Du Mistkerl! Alter! Du kommst nicht zu meiner Party. Zu meiner Facebook-Party. Und da wieder 17 Leben. Sehr schön, die schöne Zahl wieder. So, wo waren hier Pilze? Ich glaube, da unten waren Pilze, ne? Ja! Sehr schön. Traumhaft. Sparks zwar nicht komplett, aber wir haben. Immerhin mal wieder eine. Och, no. So blöd bin auch wirklich nur ich. Alles klar. Dann müssten wir jetzt hier erstmal hin. Schauen wir mal. Was hier gibt. Hier gibt es Sonnenviecher wieder. Den scheint nicht zu vergessen. Och, Mann. Da. Alles klar. So, den überwinden wir. Den überwinden wir auch. Die nicht. Müssen wir erstmal hier hoch. Mit diesem Wirbelsturm. Ja, das müssten wir eigentlich hier, genau, hier lang gleiten und dann... Ach Gott, nee, so blöd. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Heute ist einfach nicht mein Tag. Bitte verzeiht mir. Ach, diesen Level höre ich auch wieder aufzunehmen. Ich bin zu doof heute. Okay, da, den fetten. So, den dicken müssen wir, den anderen dicken müssen wir uns auch nochmal krallen. Ach Mensch, ich hab doch Feuer gespuckt. Kann er im Fall nicht Feuer spucken? Spyro, du bist so blöd. Ich hasse dich. Tut mir leid, Elfen, ich muss nochmal. Ach, Feen sind es ja. Ich muss das hier nochmal. Ne, der kann im Fall echt kein Feuer spucken. Ach, das gibt's doch nicht. Da muss man echt noch einen Tag. Nein, ich will da nicht hoch. Nein, lass mich. Nein, noch nicht. Ja, ist der denn doof? Fragt er mich bestimmt. Ja, bin ich. Och man. Das kann doch nicht wahr sein. Wie wir diesen Fetten da endlich kriegen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ach, das gibt's doch nicht. Ich will nicht mehr. Der Fett ist mir einfach nicht zu doof. Jetzt aber. Ja! Ich bin der Beste! Nein, bin ich nicht. Gut, jetzt kann der Drache auch befreit werden. Useni. Ah, Spyro, danke. Der Supersprint bringt dich auch hier im Lofty Castle an neue Orte. Schau, wohin er dich führt. Ach, ihr mit euren blöden Supersprints. Ich hab davon die Schnauze voll seit Treetops. Oh, ein Schlüssel. Toll. So, auch hier wieder soll es einen Supersprint geben. Ah, okay. Ah, okay, so ein Rondell muss man noch absolvieren. Ja, und nun? Ja, okay. Das hat jetzt richtig was gebracht. Oh, Mann, ey. Wo zum Teufel soll man denn da schon wieder hinkommen? Zumindest erstmal zur Kiste. Komm schon. Jawohl. So, dann können wir uns die hier schnappen und die hier schnappen. Boah. Bevor wir das Level durch haben, momentan gibt mir echt die Lust. Vor allem, ich muss noch lernen. Gar keinen Bock drauf. Aber ich glaube, da müssen wir hier hin. Hilfe des Supersprints. Wo immer wieder hinkommen, ich hab keine Ahnung. Einfach mal wieder durchlaufen. Nein, oh. Heaven, reiß dich zusammen. Nein, nicht der!
Der bunte. Da will ich hin. Der ist viel schöner. Oh, nee. Tut mir leid, Leute. Ich bin heute aber auch durch den Wind. Leck mich. Mann! Wie zum Teufel kommt man denn da wieder hin? Aber der Supersprinter bringt uns hier doch nirgendwo hin. Überhaupt nirgendwo bringt der uns hier hin. Höchstens darauf, aber das verstehe ich mal wieder gar nicht. Der Supersprinter ist total nutzlos. Und, ich bin... Ach nein. Ach nein. Und wieder ein Leben verloren. Ich fasse es nicht. Ah. Wie lächerlich ist denn das? 17 Leben? Haben wir schon 18? Wo zum Donner soll uns das bitte hinführen? Ich verstehe es nicht. Muss ich es verstehen? Ich glaube ja. Ah ja, okay, jetzt habe ich es raus. Okay. Hier soll uns hinbringen, erstmal. Und wirklich weiterbringen tut uns das nicht. Oder viel kann man damit nicht anstellen, sagen wir mal so. Also irgendwie habe ich mir da mehr runter vorgestellt. Frage ist bloß, müssen wir jetzt hier auf dieser Seite weiter oder... Ich denke mal schon. Du Vogel, machst dir gar nichts. Okay, sind wir hier schon mal. Oh Gott, Leute. Nein, das mache ich noch durch. Das habe ich mir als Ziel genommen. Kommt schon? Jawohl. Sehr schön. Und du Vogel, du machst uns keinen Schaden. Ah, du Mistkerl. Da freut er sich wieder drüber. Eine Elfe befreit. Und eine Fee. Och Mann! Ja, ist das nicht das gleiche? Elfen und Feen? Bitte. Nein! Oh! Oh, um Gottes Willen. Ich dachte. Geht doch. So, da kommen wir erstmal nicht rüber. Und was jetzt? Diese Teil war irgendwie wirklich bloß dafür, dass wir da wieder zurückkommen. Boah, das ist ja lächerlich. Das ist echt lächerlich. Oh Mann, das hätte man sich auch sparen können. So, wie kriegen wir den da hinten? Ich weiß es nicht. Mit dem Superspring ganz bestimmt nicht. Hier bestimmt. Erstmal befreien wir den Drachen. Diesmal haben wir Detlef, nee, Barudi. Danke, dass du mich gerettet hast. Oh, mal was ganz Neues. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin erstaunt, ihr könnt doch noch mal andere Texte aufsagen. Was, Drachen? Ihr seid so cool. Ah, hi. So, zack, 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 zack. Jetzt kommen wir erstmal dahin. Sehr schön. Okay, hier. Okay, da brauchen wir noch eine dritte führen. Da müssen wir bestimmt den zweiten Strudel hier nehmen, dass wir da hinten rüberkommen. Okay, jetzt habe ich begriffen. Die Superspiel war hier also nur für diese kleine Plattform mit drei Edelsteinen drauf. Ich bin begeistert, Leute. Echt. Ich bin sowas von begeistert. So, die Fee haben wir auch befreit, den Dicken hier haben wir auch noch aufs Maul. Und dann haben wir das Level gleich geschafft. 300 Edelsteine, genau wie viel gibt es? 400. Habe ich schon nachgeguckt, ne? Naja, gut. Aber jetzt geht's mal darüber. Hier ist es, das ist gefährlich hier, da gibt es nämlich Scharfschützen. Den Typen da hinten. Der fängt an zu schießen, doch, und der hier auch. Ich sag ja Scharfschützen. Und jetzt fängt der terrorisiert uns da immer zu jetzt gleich. Okay, früher war es irgendwie schwieriger. So, komm. Na. So. Hier haben wir relativ alles geschafft. Ey, du dickes Scheißviech. Komm her, willst du was haben? Oh, das gibt's doch nicht. Was davon? Du genauso. Brauch keiner. Oh Gott, ich fährt bald ins Wasser.
Gott, die haben auch erledigt, die komischen Flügelschweinehühner. So, Sparks, bitte beeil dich mit ihm aufpassen. Dankeschön. So, da oben haben wir noch eine. Das Level gibt mich schon wieder mächtig auf den Sack. Und ich verziehe hier schon wieder mächtig. Also, ja, wie gesagt, die Level werden jetzt auch länger. Aber was soll's? Ich glaube, ein Level ist zu kurz, zwei Level zu lang. Ich weiß auch nicht, was die Sache ist. So, jetzt macht bitte den Wirbelsturm hier. Danke. Und dieses blöde Level hier durchkriegen. Ja. Komm, yeah, das war's schon wieder. Mit Let's Play Spyro the Dragon. Schaltet wieder ein bei Fußballmanager oder bei Spyro, wie ihr wollt. Ja, jetzt habe ich einen auf Waititi gemacht. Entschuldigung, kann passieren. Meine Güte, ich bin halt ein Fan davon, ja? Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.